So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, mal wieder ganz außergewöhnliche Sticker-Booster und zwar Five Nights at Freddy's Sticker-Booster. Kannte ich absolut gar nicht, habe ich gerade bei meinem Zeitschriftendealer entdeckt. 70 Cent kostet so ein Booster-Tütchen. Und wie gesagt, ich habe mir das Sticker-Album noch nicht geholt. Ich will mir erstmal die Sticker anschauen, ob das Sammelpotenzial hat. Dann werde ich natürlich sofort das dicke Album Unboxing machen. Wenn ich es mir sofort geholt habe, hauptsächlich es lohnt. Aber wer die Serie schon kennt, möge mir auf jeden Fall unten in die Kommentare reinschreiben, wie er sie findet, was er davon hält und. Und alle anderen nach das Video sowieso, wie ihr sie findet. Aber jetzt öffne ich mal 5 Sticker Booster, die ich wieder entdeckt habe von Friday Night. So sehen sie von hinten aus. Jetzt schauen wir uns mal die Motive an. Wie gesagt, die sagen mir gar nichts. Wie gesagt, wer sie schon kennt, auf jeden Fall kommentieren. Oh, Glitzerkarten. Der Bär sieht ja richtig gut aus. Lege ich mal nach rechts. Ist zwar nicht hochwertig, weil es ein Sticker ist, aber trotzdem schön anzuschauen. Lege ich mal nach rechts. Ah! Also wie gesagt, auf jeden Fall kommentiert mir das. Wie ihr sie findet, was ihr davon hält. Ob ihr sie selber schon sammelt, weil ich kannte sie wirklich nicht. Zu Halloween passt das ja. Und bei denen es die noch nicht gibt. Ich versuche natürlich unter ein Video zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Günstiger müsst ihr selber immer schauen, ob es passt. Aber ist eine brandneue und aktuelle Sticker-Serie. Also dürfte die noch nicht sehr viel günstiger sein, aber trotzdem schaut immer wieder mal rein. Vielleicht passt es ja für euch. Aber es sind alles dunkle Gestalten. Aber ich muss sagen, die Sticker, die haben auch irgendwas. Jetzt zur Halloween-Zeit passen die auf jeden Fall. Aber so ein dunkles Motiv auf Glitzer. Naja, das sieht nicht wirklich schön aus. Also, die Motive an sich. Einige, die erkennt man ein bisschen wenig. Andere sind lustig anzuschauen. Aber sind richtig düster. Zwei Sticker-Tütchen habe ich ja noch. Aber es sind schon interessante Sticker dabei. Vierauge. Schönes Motiv. So, das ist es nun leider schon. Das letzte Sticker-Tütchen für heute. Ich muss echt sagen, ein paar Motive waren richtig interessant. Schrill natürlich auch. Aber ich werde mir das Sticker-Album, glaube ich, gönnen. Und dann natürlich hier unboxen. Und natürlich weitere Sticker-Booster öffnen. Wie ihr das findet, wie ihr die Serie findet und ob ich vor die Kamera noch weitere Sticker-Tütchen öffnen soll, schreibt ihr mir auch auf jeden Fall in die Kommentare. Und wer natürlich keine Lust zum Schreiben habt, ihr wisst ja, Daumen hoch zählt genauso.
Umso mehr Daumen hoch da sind, umso schneller besorge ich mir die Booster. Aber es sind wirklich interessante dabei. Aber seht so dunkle Motive auf so Glitzer, ihr seht selber. Aber die haben alle was richtig Düsterhaftes. Wie gesagt, ich kannte sie absolut gar nicht. Könnt mir ja auch mal sagen, wer sie kennt. Hauptsache eine Serie ist ein Kinofilm oder Bücher. Auf jeden Fall kommentieren und schreiben dazu. Seht ihr, wenn so helle Motive auf Glitzer, sieht das richtig gut aus. Die dunklen weniger. Also, ihr schreibt mir jetzt alles über die Sticker. Ich sage wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.